Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Wir haben die Runde hier in der letzten Folge auch schon durchgezockt. Können uns also getrost zurücklehnen und schauen, was die ollen Aliens machen. Wir sind ja hier in dieser, nach wie vor, in dieser taktischen Mission, wo wir die Abschussstelle des Beobachters da bearbeiten. Los geht's. Zivilisten rennen hier im Heu rum. Schauen wir um die Ecke. Wir hoffen, hier steht keiner. Gibt es noch jemanden, den wir mit über die rechte Flanke schicken könnten? Nimmt das mal raus hier, den gezielten Schuss. Dass du dir die Zeiteinheiten da aufsparst. Die schicken wir hier mal noch mit rüber. Ach, schaut mal, der trampelt das Gras dann sogar nieder, wenn man da lang läuft. Hab ich das richtig gesehen? Testen das nochmal. Sagen, gehen wir hier hin. Tatsächlich, das Gras ist dann weg. Oder das Heu oder was? Nee, das Getreide. Die Getreidehalme hier. Krass. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Wir wollten in die Scheune reingehen. Ich weiß. Alles klar, da steht sogar noch einer. Das wird so nix. Da treten wir glatt mal den Rückzug wieder an. Und da schicken wir noch Verstärkung mit denen. Wir könnten es zwar auch ignorieren, ihr wisst, wir müssen dann das Raumschiff halt drei Runden halten. Könnte man auch mal probieren. Dass wir den da unten rumpimmeln lassen. Aber wenn wir ohnehin in die Scheune rein wollen, wisst ihr, wie ich meine? Oh. Da sehen wir Blut. Da ist ein Alien. Ach, guckt mal, das ist so eine Tür. Da geht nur, die geht flügelweise auf. Das ist ja krass. Der hat da die gefährliche Waffe hier. Lilly ist aber eine gute Schützin, du, meine Güte. Also, ich meine das. Ich habe das ernst gemeint, aber sie warft mich natürlich lügen. Mit dem zweiten Schuss hat sie dann eine geringere. Ach so, weil sie nur noch 17% hat. Warum versuche ich es eigentlich? Dann gehen wir halt doch erstmal die Scheune hier säubern. Den Sniper schicken wir mit zum Mars. Können ja auch hier lang gehen. Da sind wir ein bisschen in Deckung. Also da haben wir die Hecke hier als Sichtschutz. Und du unterstützt hier mal noch mit. Hä? Du solltest dich rumdrehen, nicht die andere Tür aufmachen.
Zwei von rechts, zwei von links. So passt's. Was war das für ein Geräusch? War das eine Drohne? Könnte sein. Gibt hier noch einen zweiten Stock? Sieht mir nicht danach aus. Hier liegt das Blut. Noch niemand mehr zu sehen. Schick mal die gute Debbie hier noch mit hin. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Bleib erstmal noch zurück. Ja, wo hat er sich hin verzogen? So weit ist er zurückgelaufen. Krass. Wir haben halt nicht genügend Zeiteinheiten, um dann hier noch einen Schuss loszulassen mit unserem Sniper. Aber uns drängelt hier auch nichts. Können uns Zeit lassen. Der sitzt hier ohnehin in der Falle. Wir sind ihm 1 zu 3 überlegen. Hier werden wir jetzt auch den Kreis enger ziehen. Zwei Leute mit Lasergewehren. Das einzige Problem ist, wir haben ja halt kein Schild dabei. Den wir zuerst reinschicken könnten. Ich vertraue unseren Jungs und Mädels, dass sie kein Friendly Fire machen. Man könnte sich halt auch überlegen, die nicht gerade so gegenüber aufstellen zu lassen. Wisst, was ich meine, oder? Wenn einer raustritt und die schießen aufeinander und treffen beide nicht den Alien, sondern schießen dran vorbei, besteht halt die Möglichkeit, sich selbst da zu treffen. Aber wir vertrauen unseren Leuten. Runde beenden. Das war der Teleporter. Zuerst mal um ihn hier oben. Unveränderte Position, soll uns recht sein. Aha, wir müssen relativ nah ran an das Gras, dann kriegen wir gar keine. Ja, das steht auch bei 0%. Ist halt nur rot und orange oder gelb dargestellt.
Das gefällt mir halt. Ja, genau, 70% ist okay, komm, treff. Ach ja, ist das schön. Ist natürlich jetzt ein Problem. Weil wir bräuchten halt noch jemanden. Also wenn wir jetzt auf ihn schießen und der wird wahrscheinlich den Schuss ja aus unserem Sniper-Gewehr überleben, schießt er zurück. Nicht so schön, aber wir könnten uns hinter Mars in Deckung bringen. Und dann hat er aber nochmal zwei Schuss. Also theoretisch bräuchte man noch jemanden. Wartet mal. Wir können das auch so testen. Ja, 80% reicht mir ehrlich gesagt eigentlich auch. Dann reicht es aus, wenn man jetzt eine Betäubungsgranate werfen. Wie heißt's? Eine Blendgranate. Dann ist er nämlich unterdrückt. Was? Das waren doch. Ach so, weil er gebückt ist. Oh. Ich hasse es. Prozent ist zu wenig, Leute. Das hat keinen Sinn. Ach Mann. Was du alles achten musst. Das sind gleich mal 16% weniger. Schon heftig. Wieso springst du ja nicht über den Zaun? Gehen kein Risiko ein. Wir lassen uns Zeit. Ja, wir wissen, die haben alle noch Zeiteinheiten. Ja. Schrecke kriegt, dass dort nochmal Aliens sind, aber da sind keine, das sind alles versprengte Zivilisten. Was willst du weniger? Den können wir sogar betäuben. So einfach ist es manchmal. Gut. Du machst uns mal die Tür auf. Sehr gut. Wir haben ein Schild. Das prallt ab an uns. Bam. Betäubungsschlagstock. Oh, das war ein Wissenschaftler. Schrecker-Wissenschaftler. Bleib einfach hier stehen. Beobachte. Ihr behaltet das hier alles im Auge. Hä? Ach so. Das war der falsche Schildtyp. Sich hier direkt unter die Person. Du wirst hier mal die rechte Seite im Auge behalten.
Sehr gut. Wir holen die Leute mal noch ran, aber warten tun wir jetzt nicht auf die. Nur solche Nebenräume gewesen. Kann mich entsinnen. Aber eigentlich hätte ich gedacht, hier wären die Teleporter gewesen. Naja, wer weiß. Vielleicht auch andere. Also hier in dem Raum, wisst ihr? Es gibt vielleicht auch andere Schiffstypen da. Mal wieder auf. Positionieren wir uns mal um die Teleporter. Da einer runterkommt, der hat auch nichts zu lachen. Ist der Mentarsch. Vom Geräusch her. Würde ich sagen, ist es der. Du hast noch einen 38er Schild, du hast einen 40er Schild. Ja, das ist alles Wumpe. Ja, zwei Gegner. Wer hat eine Blendgranate? Du hast eine Blendgranate. Sehr schön. Dann bitte, warte mal. Ja, nicht mehr genügend Zeiteinheiten, um irgendwas zu tun. Oh, wobei, er könnte nochmal auf den Mentarschen schießen, macht das auch. Sehr schön. Läuft. Haben wir noch einen mit einem Betäubungsschlagstock? Nö. Ich würde den Mentarschen ganz gern betäuben wollen.
Jetzt kümmern wir uns um den letzten verbliebenen Schrecken oder Schrecker oder wie die heißen, oder? Stell dich hinter den. Und ein gezielter Schuss. Mach's gut. Das war's. Vorbildlich, die Erstürmung hier des letzten Raumes. Blendgranate rein, dann einen mit Schild vorschicken, das Feuer auf sich ziehen. Die noch nicht mal geschossen haben, zurückgeschossen haben. Den Mintagen mit dem Betäubungsschlagstock ausschalten. Und ja, den letzten dann, kann man schon sagen, exekutieren. Hoffe, wir haben viel Legierung rausgeholt, weil wir brauchen Legierung. Wir hatten viel ausgegeben für die verschiedenen Techniksachen, unter anderem 61 Alien-Legierung, 50 Alenium. Bin mir nicht sicher, warum das eine weiß dargestellt ist und das andere gelb. Kann ich euch leider nicht sagen. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Labor ist fertig. Das bedeutet, wir können. Wie viel neue? Wartet, müssen wir uns nochmal angucken. Labor, Labor. Fünf so. Also müssten das sieben neue sein. Wo könnte man das nachgucken? Unter Wissenschaft, oder? Ja, doch. Forschung, Forschung, Forschung. Hier. Das hat die 2 plus, aber nicht mit dazu gezählt. Na gut. Hören wir halt in Anführungsstrichen nur 5 an. Hä? Doch, na klar, 7. Ich war auf dem Holzweg, Leute. Nee, nee, es hat es dazu gezählt. Wir können 7 Wissenschaftler anwerben. 2, 3, 4. Ihr seht schon unser Problem, oder? Es reicht halt nicht. 5, 6, 7. Basislager. Was können wir verkaufen? Wächterkanonen, Frax. Nee, die sollten wir vielleicht auch irgendwann mal wieder aufbauen. Wir haben ja vor, nicht spätestens, aber beim nächsten Geldregen werden wir eine neue Basis bauen. Kanonen, Drohnen, Frack. Können wir auch ein paar verkaufen. Gefangene Schrecken, gefangene Sektone, von den Gefangenen kaufen wir erstmal keine. Magnetgewehre der Aliens. Plasmawaffen bringen richtig viel Schotter. Ist verkauft und wir haben wieder genügend Geld zur Verfügung, um unsere Wissenschaftler anzuwerben. Problem sind natürlich auch die Lohnkosten. Das ist halt enorm. Aber ich finde es extrem wichtig, genügend Wissenschaftler zu haben. Das ist eine halbe Million mehr. Aber es nützt nichts. Wir machen das. Dauert ja auch eine Weile, ehe die da sind. Mehrere Tage. Ja, drei Soldaten, sagen die hier. Das sind keine Soldaten, das sind unsere Wächterkanonen. Bin am Überlegen, ob wir da vielleicht noch ein paar Wächterkanonen hinschicken. Ich habe überhaupt keinerlei Erfahrung, was das angeht, wenn eine Basis angegriffen wird.
Und es wäre unfassbar ärgerlich, wenn wir so eine komplette Basis verlieren würden. Was haben wir denn noch an diesen Wächterkanonen da? Ich glaube, gar keine mehr, oder? Nur die Frax. Was macht denn die Technikabteilung? Ah, die hat auch ordentlich zu tun. Dass ich das mal im Hinterkopf behalte, Leute, da noch mehr Wächterkanonen hinzuschicken. Placeholder, Verhör Schnitter. Forschungstech kommt in Meilenstein 2. Präzision 90, Stärke, Reflexe, Mut. Ach, das sind die Schnitter, sind diese mit den Larven. Einheiten, die durch einen Nahkampfangriff dieser Einheit getötet werden, werden sofort als Zombies wiedererweckt. Nach drei Runden oder wenn sie getötet wurden, wird aus dem Zombie ein neuer Schnitter. Also krasse Sache da. Bericht annehmen, weiter geht's. Forschungsprojekt. Den letzten hier noch verhören. Boah. Dann haben wir die ganzen Verhöre durch, anscheinend. Nicht anscheinend, dann haben wir sie durch. Das Game scheint da keinen Unterschied zu machen zwischen Soldaten oder Wissenschaftler, weil in der letzten Mission hatten wir einen Wissenschaftler betäubt. Oder 95% Forschungsgeschwindigkeit, das ist enorm. Schön. Technik. Wir hatten doch hier unten dieses Quantenlabor. Können wir das hoch vorziehen? Ja. Zieht das mal ein Stück vor. Zwei Tage ist sie das nächste Verhör durch. Cleaner. Ja, keine besonderen Fähigkeiten. Gut zu wissen. Ja, sehr schön. Neue Forschung. Was nehmen wir? Geweberegeneration wäre eine feine Sache. Alleniumenergie muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben auf keiner unserer Basen irgendein Problem mit Energie. Es wäre halt schön zu wissen, wie viel haben wir denn Energie in unserer Hauptbasis noch über? 270 von 325, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn die drei Labore jetzt zu Quantenlaboren wären, wisst ihr, dass die dann zu viel ziehen. Also im Moment 15. Das sollte ausreichend sein. Hoffe ich doch mal. Wir gehen mal davon aus, dass es ausreicht. Zur Not müssen wir ein Labor. Ja, kann, eben, da können wir ein Labor eigentlich still schalten oder so. Wir können es nur abreißen. Lass sie mal pausieren, wisst ihr? Ja. 55. Selbst wenn die es verdoppeln, reicht das nur aus. Ihren Energiebedarf. Also, Alliumenergie weg. Alien Elektronik. Das Studium der komplexen elektronischen Systeme in fortgeschrittenen UFOs kann eine Reihe von technologischen Verbesserungen eröffnen. Das bringt uns halt noch mehr technologische Verbesserungen. Also Sachen, die wir dann erforschen können. Oder hier, dieses Cleaner-Gerät. Das Studium dieses Geräts, das aus dem Cleaner-Hauptquartier gebogen wurde, kann eventuell die Katastrophe erklären, der Exdev anheimfiel, damit uns ein ähnliches Schicksal erspart bleibt auch. Wichtig, um hier halt die Hauptstory weiterzuspinnen, aber wir nehmen die Geweberegeneration rein. Das erforschen wir mal als allererstes. Leute, halt. Präzision. Quantenlabor abgeschlossen. Oh, jetzt bin ich gespannt. 6 Tage hatten wir gebraucht. Wie viel brauchen wir jetzt noch? 4 Tage.
Wir waren knapp unter 200%. Das hat fast 50% Forschungsgeschwindigkeit dazu gebracht. Jetzt bin ich gespannt, was die Quanten, ja, man sieht, das sind auch andere Labore jetzt. Die Energie bleibt gleich, der Energieverbrauch. Das finde ich wiederum ein bisschen Quatsch. Also wir haben jetzt die nächste Stufe der Labore freigeschaltet und die verbrauchen genauso viel wie die Level 1 Labore, nenne ich es mal. Da müsst ihr noch mal ein bisschen nachbessern, bitte. Das gefällt mir nicht. Gehen wir auf die Weltkarte, lassen die Zeit wieder schnell vergehen und zwar in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Diese Folge ist zu Ende. Denkt dran, Däumchen da lassen. Wichtig. Was in die Kommentare, wäre nett, muss nicht sein, aber was sein muss, um mich weiter zu unterstützen hier mental und ja, mir das Gefühl zu geben, ja, du machst alles richtig, Saadum. Abo da lassen, unbedingt. Das unterstützt mich unfassbar in meinen Bemühungen hier den Kanal etwas wachsen zu lassen. Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Xenonauts, hoffe ich. Ciao, ciao, euer Saadum.